Hallo und herzlich willkommen, Freunde, und es geht hier weiter mit The Walking Dead Survival Instinct. Und wir müssen jetzt hier irgendwie die Zelle durchsuchen oder so. Aber ich weiß nicht, welche Zelle, also... Oder? Hä? Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Durchsuchen Sie... Station weiter nach Müll. Welche Station denn? Guck mal da. Guck mal. Er ist geil, Alter. Warte mal, haben wir die Pumpe hier auf Tasch? Die haben wir keine Munition, oder? Nee, haben wir nicht. Dann machen wir jetzt Quickscope Action. Tür auf und dann kommt man. Hä? Doch, da kommt er da. Oh, das war natürlich peinlich. Ist das peinlich. Ha! Ein Doppel-Headshot, Alter. Beide Zombie-Header ist weggeknallt, Alter. Siehst du, zwei Köpfe sind besser als einer, sag ich doch. Das wirkt doch wohl mein. Also, ne? Leicht abgehoben hier. Hä, wo müssen wir denn lang, verdammt, Johe? Oh nein, ich hab's so gehasst, ey. Lol, mit einer Schelle weggepumpt, ey. Aber hier oben, hier ging das, glaube ich, richtig ab, Freunde. Ich glaube, der stand auch auf, oder? Ne. Na, er steht aber auf. Oh, ist der hübsch, Mensch. Der sieht aus wie Frankenstein, Alter. Wie Frankenstein. Oh, jetzt habe ich einen kleinen Heiserkeitsanfall hier. Oh, hier müssen wir sogar hin. Auf dem Dach. Dann ist doch hier Merle, oder was? Oh, no. Ja, da ist er. No, no, no. You're never gonna take me back there. Oh, come on, Merle. It's me. Merle. What's lower than impersonating a man's long-lost baby brother? Harder, der Baller, du, die Tür. He's gonna leave you here. Keep your pants on, sweetheart. Heftige Lage, würde ich sagen. Them people lock me up for days in the dark with all them abominations. Den hast du aber gut hingekriegt, muss ich sagen. Who's just a little bit too smart for them. Bro, you're stir-fried from the sun and the booze and whatever else you've been into. I do feel a little warm now that you mention it. I sprang myself, see? Established my little sniper's nest right here. And then I Scharfschützennest gebaut, ja. I rang the alarms, calling in the abomination. Man, those aren't soldiers down there. Just some scavengers trying to help people out. Don't even know who you are. Total Sonnenbrand, der Typ, Alter. Sieht aus wie eine Tomate, Alter. And they came to take me back to the hole. Tomate. I'm not going anywhere but Jake's, and that's where you're gonna take me. Tomate. Come on. Tomate. Guess I gotta lug your thick ass back across town. Tommy, hier kommt er. Entschuldigung, kleine Schleichwerbung noch mit drin. Oh, schon fertig mit dem Match. Oh, das sind die Kapitel, die sind so endlos lang hier, liebe Freunde. Hallo, nee, reicht mir. Sorry, Brother. Hey, Brother. Nee, reicht mir. Nee, irgendwann ist auch genug, denn. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt haben wir wieder zwei Wege. Nach Colburn? Nee, doch. Nach Was? Claiborne? Ach, was kann ich aussprechen? Oder Oakreef? Sägewerk. Vier Bier für die Männer vom Sägewerk, meine Freunde. Müssen wir uns vorstellen, ne? Kannst du dir das bitte mal vorstellen? Ja, wo will ich denn nur hin? Forschungsgruppe oder... Sag mal, Mann. Links, rechts, Augen zu und... Jo. Hauptstraße, Nebenstraße, ja. Ist eigentlich scheißegal, wo wir lang fahren. Oh, weil wir müssen sowieso Benzin holen. Bang, ne? Oh,
Außerhalb von Igri berichtete das Lager, mit Hilfe der Regierung bietet das Lager Überleben, Medizin und Schutz, liebe Freunde. Also bis jetzt habe ich hier noch nichts weiter gefunden. Das ist die Geschichte. Ort beitreten. Ja, wir müssen Benzin suchen auf jeden Fall. Möchten Sie die Mission starten? Ja klar, müssen wir ja. Suchen Sie nach Treibstoff. Hier war auch irgendwo schon Treibstoff, glaube ich. Mensch, du Fahrer, warum du Wasser, da. Toll, Alter. Erreicht das bis dahin, das ist die Frage. Wir gucken mal. Ich glaube aber nicht, oder? Ah, ich weiß nicht. Nee. Na, dann können wir auch eigentlich noch hier bleiben, oder? Na, Hauptstraße. Gucken, wie weit wir kommen. Eigentlich hätte ich auch noch mehr suchen können, aber... nicht weit. Ja, ist ein bisschen blöd jetzt, aber... Tja. Räumen, klar. Mal ein bisschen Platz. Mit dem Glück haben wir noch ein bisschen Böngtöng, Freunde. Das kriegen wir doch hin. Ort beitreten. Jo. Und dann gucken wir mal. So viel kann hier nicht los sein. Blockiert, ja. Wird irgendwo noch mal liegen, auf jeden Fall. Na nun, komm, schieb. So. Schieb den Jeep, auf jeden Fall. Ja, hier wird irgendwo auf jeden Fall irgendwie noch was liegen. Wenn ich den mal aufheben würde, auf jeden Fall. Schieb den Jeep. Liegt hier irgendwie was, oder was? Schlucken wie die Noten hier, die Zombies. Gut, wenn hier Benzin ist, können wir das natürlich noch mitnehmen. Reckenmesser hat den Jungen. 9 Liter nochmal. Oh, nochmal. Ich erschrecke mich hier jedes Mal. Also komm hier. Piek. Und dann hau rein. Voll in die Stühlen drin geknallt. So, kriegt der noch ein Messer im Schädel und dann war das hier, glaube ich, schon. Na, mehr scheint hier nicht zu sein. Gut, dann schieben wir das Auto noch weg. Dann haben wir auch genug Benzin, dass wir da hinkommen. Da liegt sogar noch Schrotmumpen. Die nehmen wir uns auch noch mit. Das können wir hier alles gebrauchen, Freunde. Dann kommen wir gleich zu unserem Punkt, wo wir hin müssen. Und dann können wir da einen lang pimmeln. Ja, ist frei, die Straße. Hier liegt sogar noch... Das können wir alles gebrauchen. So, und dann geht's weiter. Zum Viereck. Und dann weiter zur Karte. Ja, ich weiß Bescheid. Ziel wählen geht nur dieses Highways. Da haben wir sogar noch ein bisschen Böngtöng über. Ja, dann nehmen wir die Highways. Und dann schaffen wir das. Immer ein bisschen spritsparend sein, dann brauchen wir nicht so oft Sprit sammeln und sind somit auch schneller am Ziel. Ohne dass wir hier 5-mal anhalten müssen. Gut, dann gucken wir mal, was uns hier erwartet jetzt. Das Sägewerk. Wie ich gerade schon sagte, 4 Bier wenig Männer vom Sägewerk und er hält nur 2 Fänger hoch.
Da macht euch mal einen Reim draus. Och nee, ne? Kühlmittel, das wird ja immer besser hier, verdammt. Wie finde ich denn jetzt Kühlmittel, verdammte Scheiße? Wo zur Hölle ist denn hier bitte Kühlmittel? Ja, hier ist kein Kühlmittel. Ah, gut, das ist jetzt auch wieder voll von Arsch, was ich hier fabriziere. Ist alles andere als schön, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Was ist denn hier Kühlmittel, verdammt? Hä? Wo schickt ihr mich denn hier hin, verdammt, Mann? Ja, nu. Mann, bitte. Wird nichts mehr. Komm ja mehr hier. Ich krieg noch einen Treffer und dann ist sowieso Schicht. Ist einfach so. Puh. Heftige Scheiße, Alter. Ah, wo ist denn das Kühlmittel? Er zeigt mir hier Kühlmittel an. Hier ist gar kein Kühlmittel. So, ein Spaß. Doch, da ist Kühlmittel. Läuft auf Höchstfällen, würde ich sagen. Noch Benzin hier irgendwo? Hier vielleicht noch? Jawohl. Alles mitnehmen. Kühlmittel, also. Puh. Läuft auf jeden Fall. Kühlmittel. Na, ist doch eigentlich egal. Ach, was soll's. Die Karre überhitzt. Also, haben wir noch nicht gehabt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habt noch nicht gehabt. So, was passiert persönlich, ne? Something happened, bro. I got it. Four more flesh-eating apocalypse. Yeah. Merl und Daryl, Junge. Merl, Daryl, Alter. Merl, Daryl, Alter. Never heard anything about him. Ach ja, Freunde, so läuft das. Ich bin auf jeden Fall jetzt nachher gleich wieder am Walking Dead gucken, falls ihr wissen wollt. Er dir als mal 23:15 heute. Gut, wenn ihr das seht, dann ist das schon vorbei. Finde ich ein bisschen nice, aber nun gut. Muss auch mal erwähnt werden. Da sind wir. Beim Seewerk. Was sollen wir hier? Die alte. Wenn ich die Benzin holen, suchen. Gucken, tucken, geh. Was hat die denn für ein Risiko? Die kratzt doch garantiert auch ab, oder? Aber egal, Mäuschen, du suchst Benzin. Ach, doch nicht im Fahrzeug, Mann. Krieg ich gerade im Fahrzeug? Ist ja nice. Zweiläufige Schrotflinte, Treibstoff. Gut, dann gehen wir einfach mal rein. So you're just gonna waltz up there, knock on the door, and ask to borrow a couple of men? What do you want me to do? You're sick as a dog, and you need medicine. You didn't want to go to no hospital. Let's just go join my crew at Jake's. They got what we need. Medicine. Yeah, gotta get there first. Traveling ain't so easy these days. I'm coming with you then. Yeah? You can barely walk. And just stay put. Rest up. Anything happens, just call me. Fine. Ich muss die Medizin holen, den alten Merl. Den alten Müll hat mir gefallen. Hell. What do you got? They got eaters in here too. Vier Bier für die Männer vom Sägewerk auf jeden Fall. Die haben bestimmt auch noch Sägespäne in den Ohren, wa? Die Zombies, die hier rumrennen. Was ist denn das da? Eine Lampe. Eine Lampe. Da brennt die Lampe, wie ich immer so schön sage. Wo will er denn hin? Jung, du hast doch Feierabend, oder was? Was ist denn hier oben? Was ist denn da? Wenn der da hinkrabbelt, dann muss er irgendwas sein. Nee, aber ich sehe nur Holz. Alles ein bisschen holzig hier, ne? Ich dachte, hier wäre was, weil manchmal
Jungs, an den Stellen, wo die hier immer rumkrabbeln, ist doch immer irgendwas. Verdammt nochmal. Scheint gerade nicht der Fall zu sein. Hä, wo muss ich denn hier hin, Mann? Muss ich doch da lang, oder was? Ja, scheinbar. Weiß zwar nicht warum, aber... Da ist auch kein Weg, oder doch? Oder geht hier noch eine Leiter in einer anderen Richtung runter? Ach, da! Verdammt! Da muss man... Heftig, Alter. Opsi Daisy, wie ich immer so schön sage. Oh, hier ist ein Gewehr. We got here. Mensch, wenn ich da jetzt nicht genau hingeguckt hätte, hätte ich das nicht gefunden. Hä, wie komme ich denn hier lang, Mann? Da steht ein Zombie und kämmt. Genial, Alter. Komm ich hier lang? Aber hier krabbelt was rum, ne? Oh nein, Alter. Holzwürmer sind das hier. Fall doch einfach um, du dreckiger. Hund, der Harald heißt, Alter. Frag mir jetzt echt nicht, wie ich darauf komme, Freunde. Ja, du musst mich natürlich erschrecken mit deiner Halbglatze. Ah, das war mir fast klar. Wir haben alle Halbglatze hier. Und da hat der Erdbeerli gehört zum Frühstück. Habt ihr die gesehen? Gerade vom Grafikbug, Alter. Oh, dann machen wir jetzt einfach mal einen Speedrun hier. Ich weiß aber nicht wohin, ehrlich gesagt. Ach doch, da. Was, sind wir hier schon am Ende oder was? Heftig. Was ich denn nur gemacht? Harte Sache, Alter. Kann doch nicht sein, ne? Ja, toll, finden sie einen Weg in das Gebäude. Hammer nice. Gut, dann haben wir das auch verkackt wieder. Weil jetzt hunderte von Zombies kommen werden. Und das werde ich nicht schaffen. Gucken, was hier kommt noch. Da ist gar nichts mehr weiter. Da ist doch eine Tür offen. Da war Ulfric Sturmmantel eben. Oh, hier habe ich irgendwas. Nee. Schlafsack. Wie viel haben wir überhaupt noch? Ja gut, ich muss gleich wieder. Da kommt Ulfric, Alter. Hau rein. So, dann gehen wir noch dort hoch. Was ist denn hier oben los, verdammt? Zurück? Was ist denn, geht denn hier ab, verdammt nochmal? Hä? Ja, geil. Was muss ich denn hier machen? Also ich habe gerade keinen Durchblick mehr gehabt. Gut, dann haben wir klein ein bisschen Überlänge, weil ich muss mal gucken, wo ich jetzt gespawnt werde hier. Oder zuletzt gespeichert habe, meine ich. Gespawnt, ich bin schon bei Call of Duty hier. Läuft. Ist ein bisschen behindert wieder. Ah, die Ladezeiten. I see one where they're getting in. Ah, wir sind hier. Might be able to block them off. Ah, dann machen wir nochmal einen Speedrun. Scheißegal. Finden Sie einen Weg in der Hütte? Piss dich. Wir pissen euch alle. Wolfika, Alter. Boah, da kommen ja aber ganz schön viele hinterher.
verdammte Scheiße. Du geh doch tot, Mann. So, jetzt muss ich aber mal genau gucken, wo ich langlaufen muss hier, weil ich hab grad echt keinen Plan. Darüber auf jeden Fall. Aber denn? Wohin denn? Ja, ich hab keinen Plan. Ah. Man muss einfach die Augen aufmachen, Freunde. Da steht Harold und Kuma. Ach, da ist sogar eine. Gut, dann quatschen wir den noch an und dann machen wir einen Cut. Und hören uns dann mal in der nächsten Folge wieder, Freunde. Aber dann hören wir uns noch an, was er zu sagen hat. Black Mountain, Anna. Nee, Spaß. I was able to protect these people. Why'd you do it? Me? I didn't do this. Too bad about your camp, but I didn't cut no fence. Look, my brother, you're real sick. We know you got meds. It's the only reason we came here. Meds? Yeah. Ein bisschen Überlänge, Freunde. Ich will eigentlich immer so in die 20 Minuten reinbleiben. Aber gut, ist kein Thema. Wenn einmal der Fall ist. Ich meine, ich habe auch schon 2 Stunden zu ihm so geladen, von daher. Aber gut, das ist dann erstmal das Ende nach der Sequenz hier. So, ich denke mal, hier wird er auch gespeichert haben. Gut, Freunde, dann verabschiede ich mich von euch für diese Folge und sage dann einfach bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.